Müssen Orgos Wunden versorgen. Lass uns erstmal zurück in die Zuflucht gehen. Ist auch nicht mehr sein gewohntes fröhliches Selbst. Ich schau mir mal selbst, was los ist. Bla bla irgendwie. Gehen wir jetzt zurück oder kann ich noch das Zeug einsammeln, was da rumliegt? Ah, verdammt. Zungenspringen, Hallo sagen. Nach ihren Verkleidungen fragen. Dich in Ruto und K.U. an dem Auge behalten, hast du nicht bemerkt, was? Natürlich nicht, ich war versteckt und habe meine Verkleidung 7-mal gewechselt. Viel Glück beim nächsten Mal. 7-mal? You're not eating your donut. I've got this nagging feeling. I'm forgetting something important. Naviru, about that power you have. Huh? Ah, you mean this? Völlig normal. It seemed like Orgo was surprised by it too. Yeah, I got this power after venturing out into the big wide world. You want to hear about my past? It's a long story. Of course, I'd love to hear about it. I was a stray, without a place to call home, without a name. I ended up in a brawl. Sarge turned up and tried to intervene. I know what it is. It's easy to get angry when you're hungry, he said. Got off Snickers. That only infuriated them. We took a pretty good licking, and we were a sorry sight afterwards. You impressed me in that fight. That was some positively claudacious stuff. He seemed so strong, and he always protected me. That's why I call him Sarge. We had a dream. We promised to travel the world together. But things happened, and we went our separate ways. Our promise went unfulfilled. I got experimented on. I lost my memory, but I gained this power. I can't imagine. At least you got to see your old friend again. Yeah, and he didn't even get mad at me for breaking our promise. That's positively claudacious. Yeah, positively claudacious and... Wait, how'd that go again? Is something the matter? Well, we had this catchphrase, but I can't remember the rest of it. The resident felines witnessed something in the garden. Please hurry. What did they see? I couldn't catch it amid all the uproar. Let's get on the scene. Hab mein potenzielles Monster im Nebelblütengarten gesehen. Sehen wir uns doch mal selbst um. Okay. Haben wir hier irgendwas zufällig erfüllt dabei? Nee. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange spielen. Aber jetzt ist es auch egal. Da ist eins. Das Beste war ja sowieso, an dem Moment, wo ich Wrather eigentlich benutzen wollte, konnte ich ihn nicht mehr benutzen. Hallo? Jetzt. Okay. Da lang. Halt, warte, erstmal. Blitzbombe. Ich hätte gern ein paar Schallbomben. Das würde mich auf jeden Fall glücklicher machen. Das ist doch schon wieder ein verdammter T-Rex. Einfach mal ein paar Eier klauen. Was ist das? Oh ja. Okay, hat's nicht mitbekommen. Aber was zur Hölle ist das Ei? Es könnte ein Lila-Ludros sein. Und alles andere auch. Wobei die meistens die Farben, die Eier, die Farben haben von den Viechern was man kriegt. Feucht Leviathan-Ei. Oh ja, das ist das Monster. Ich nehme ja doch eins zum Schwimmen.
Komm wieder hoch? Nee, komm hier nicht. Na doch, eigentlich komme ich schon hoch. Ich liebe es. Ja, wir kommen ja eigentlich trotzdem immer so ein bisschen auf das Level, was wir haben. Das einzige, im Garten untersuchen wir ihn und finden heraus, was die vielen gesehen haben. Wahrscheinlich wird er dann mit zu, ne, oder? Ah, scheiße, das ist ein T-Rex. Ich würde ihn schon gern kalt machen. Aber was mich stört, er hat hier zwei Kumpels dabei. Einzeln? Okay. Mit mehreren? Nicht okay. Seifengras. Alter, es gibt ja einfach zu viele Sachen, Mann. Was ist das, Drecksviech? Ich bin schon wieder hinterher drin. Oh oh. Jetzt. Ich weiß nicht, da ist der. Warte mal, wir haben eigentlich für unsere Ausrüstung nie mehr das getauscht, ne? Kälteabwehr. Konter, Schwachpunkt. Mit vorteilhaften Waffen etwas. Gesund erhöht maximal TP ordentlich. Wir haben jetzt 201. Wow, 211. Nimmt über Konter. Erhöht Verringerung von Angriffen und Schaden etwas, wenn der Gegner kontert. Okay. Okay, das mache ich ja sowieso. Das wäre das Beste. Vorteilhafte, mehr Schaden bei Gegnern mit den vorteilhaften Waffen gegen die Art, was ich halt angreife. Also, wenn ich mit dem Hammer halt eine richtige Stelle angreife und so. Ja, genau. Ah, fuck you. Ich muss an den verdammten T-Rex vorbei. Tschüss. Auch wenn ich immer noch gerne einen T-Rex killen würde. Da ist der Boy. Ja, hier ist ja alles vertreten. Okay, hier ist wirklich alles vertreten. Jetzt müssen wir noch weiter. Der arme Fehler hat solche Angst, dass er wirklich keine große Hilfe war. Ich vermute, es wird dann Mitsuzune sein. Ich meine, wäre ja Schwachsinn, wenn das nicht wäre. Also, es ist Schwachsinn, wenn er gar nicht mehr kommen würde. Sagen wir mal so. Oh, falsche Seite. Mandragora. Da, diese ganze Lauferei. Sag mir jetzt, dass endlich die Stelle ist, wo wir suchen. Da ist das Vieh. Den brauche ich jetzt aber nicht nochmal. Wobei er jetzt ja eigentlich einfacher sein müsste. Da ist ein Katzerwandstand. Ne, das ist... Ja, da ist der Bau von denen.
Heilen brauchte ich mich ja nicht. Hä, warte. Okay, da hinten geht's weiter. Eieiei, uah. Kleinvieh gebe ich mich nicht ab. Ah, shit, der Sack muss natürlich jetzt da. Wenn wir die richtigen Monster. Pass auf, irgendwas lauert weiter da hinten. Das ist doch damit zu, nee, komm jetzt erzählen euch nix. Der Typ ist auch wieder dabei? Oh shit. That... Oh no. It's another pit. What are these? Bubbles? Bubbles. This must be what the felines were talking about. It's a Mizutsune! Watch the bubbles! Its eyes. It's Rage Raid. Okay, das war geil. It's buddy, it's time to ride out. Im Hintergrund rutscht er vorbei. Das Zorn ist verstrahlt, sei vorsichtig. Aha, kein Monster ist das stark für uns. Das zeigt natürlich die wahre Bedeutung von fantastisch. Ich hab vergessen, was er hatte. Ich glaube, der hat mit Technik angegriffen, ne? Dann wechseln wir erstmal auf unseren Raser. Ja. Ah, okay, ich glaube, das war ja wieder der Bogen, ne? Wen greift er das mal an? Nicht? Bezaubernde Blasen. Nicht geil. Ach so, der darf dann eher angreifen wie mir, ne? Warte, macht der nochmal sowas? Zweimal? Alter, kannst du mal normal angreifen? Natürlich greift er jetzt dazu an. Lebenspulver. Achtung, was greift er an Geschwindigkeit? Also brauchen wir Technik. Oh, und er kann wieder zweimal angreifen. Ich hasse das. Oh, 1066. Wirkungslos. Warte, was? Oh. Aquashock. Alter. Okay, damit können wir bremsen. Nein, warte, er kann noch ein zweites Mal angreifen.
Oh, wow. Wir setzen unsere Bindungsfähigkeit ein. Schon was der. Habe ich eigentlich schon mal geschaut, was der kann? Oh, doppelter Angriff. Schieb ihn weg! Warum ist er so wieder voll? Räubernadel. Was macht er jetzt? What the hell? Pennt er? Er pennt halt echt. Aufladen, Karl, nicht angreifen. Ja, genau, jetzt greift er natürlich an. Ist der noch zornesverstrahlt? Ich, noch wütend? Oh, jetzt ist er wieder sauer. Okay. Danach muss ich in Rasa wiederholen. Kennen wir schon. Er greift jetzt mit Geschwindigkeit an, das heißt. Aber er darf halt nochmal. Was? Oh, Alter. Okay, der andere macht einen den anderen Angriff. Dann halt nochmal Lebenspulver. Stimmt, das haben wir auch noch nichts gesehen, ne? Meteorregen. Achso, das ist im Prinzip die Attacke, was er auch bei der Kombi einsetzt. Okay, ich glaube, ihm geht's nicht gut. Aber er ist, glaube ich, auch nicht mehr zornesverstrahlt, sondern halt Ding. Wir könnten mal einen Diabolos einsetzen.
Bogen ist da scheiße. Wir können auch die Geschwindigkeit mal wieder hochsetzen. Kraft. Bezaubernde Blasen. Rächendes Tackling. In der nächsten Runde gewaltig. Warum verfehlst du denn ständig? Jetzt hat er Geschwindigkeit. Warte mal, meiner benutzt aber einen Technikangriff. Das wäre sehr gut eigentlich. Was soll das jetzt? Kurz mal das Monster wieder wechseln. Ja gut, wir haben zwei Herzen, eins können wir riskieren. Wir brechen auch sein Ding, vielleicht fällt er um. Oh, er ist vergiftet. Sowas sollten wir vielleicht auch öfter machen, ne? Oh, Gott sei Dank, ey. Alter, das ist langsam anstrengend. Hab doch gesagt, wir schaffen's. Warte, Karl, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist jetzt schon wieder? Nein, nicht noch eins, bitte nicht noch eins. Ich hab keinen Bock auf noch eins. So much I don't understand. Huh? What kind of power does Rather really have? Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Rather for themselves? All I have are questions. But I know this. How powerful your bond with Rather is. And how that power can stand against a strong enemy. Keep looking into the pits. Different perspectives can't hurt. That's the way I see it. Kyle. Come on, let's head back. Humans really are full of surprises. Sometimes it feels like you change in the blink of an eye. You've grown a lot too, you know, since I first met you in Mahana. You've gotten so much stronger. Hmm?
Das war das Hintergrundbild, wenn ich es nicht verpeile. Freund von Kyle. Bindungsstand Stufe 6. Danke für alles, was du mit mir von dir getan hast. Und zwar, dann gehen wir. Ja. Ist das dann auch das letzte, wo ich hin kann? Ne, das wird immer erweitert, ne? Verliehen Zuflucht. Oh nein, nicht unterhalten, nicht unterhalten, nicht unterhalten, nicht unterhalten, nicht unterhalten, nicht unterhalten. Gott sei Dank. Ich will nur speichern. Steht sogar, ich soll zurückkehren. Egal, ich bedanke mich an der Stelle jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Monster Hunter Stories 2. Nachdem ich nach was 30 Folgen jetzt endlich gecheckt habe, wie ich das Kampfsystem ausnutzen kann, dass ich fast keinen Schaden kriege. Deswegen dürfen die Penner jetzt auch zweimal angreifen. Macht's gut und Servus.